So, heute zeige ich euch mal was ganz anderes. Und zwar, wie man relativ gut mit den DMRs üben kann. Wie man seinen DMR-Skill durch eine Trainingsroutine verbessern kann, sozusagen. Und zwar gehen wir dazu ins Trainingsmenü. Und wir gehen mal in die Jump School. Und da hüpfen wir mal raus. Wir wollen auf irgendeinen Berg. Vielleicht den hier. Ich glaube, wir gehen auf den Berg. Diese Jump School ist übrigens sowieso praktisch. Hä, wieso komme ich nicht vorwärts? Nehme mich für Apple. Aber das war ein Bug. Was, seht ihr das? Das war ein Bug. Ich bin zu früh rausgesprungen. Das ist ja witzig. Okay, lass uns das nochmal probieren. Das ist ja witzig. Okay, ich habe gerade einen Bug entdeckt in der Jump School. Lasst uns das nochmal probieren. Ach so. Kann man das... Man kann seine Flugrichtung nicht ändern in der Jump School. Oh. Komm, wir machen das nochmal. Okay, das ist zum ersten Mal passiert in meinem Leben, dass im Trainingsmodus, dass dich die Verbindung verliert, ist das mir vorher noch nie passiert. Eine Ewigkeit später. Könnte aber trotzdem sein, dass es klappt jetzt. Genau. Da unten gibt es natürlich die Schießbahn, aber die Schießbahn hat einen Nachteil, finde ich. So, und jetzt holen wir mal die Mark 12 raus. Wir brauchen noch ein Scope. Wir nehmen einen Sechser, glaube ich. Und dann fangen wir mal an. Also hier könnt ihr dann jetzt letzten Endes relativ einfach testen. Auch in realistisches Trainings machen, ne? Ja, das finde ich eigentlich eine ganz gute Trainingsmethode. Ist nämlich viel besser, als hier da auf diese Scheiben zu schießen. Weil ihr einfach realistische Bewegungen habt. Und auch diese Zeit dann besser austesten können oder auch sowas, ne? Seht ihr erstmal, wie schwer es ist. Diese Motorräder im Fahren zu treffen, ist ultra schwer. Wie weit muss man da vorhalten? Oh mein Gott. Also das sind die Dinger, die man dann so langsam rausfindet. Ich bin zu ungeduldig, ihr merkt schon, ne? Ich drücke zu oft ab, wenn ich denke, dass ich drauf bin, obwohl ich eigentlich noch eine Millisekunde warten müsste. Dieses Vorhalten ist echt schwer. Genau, und dasselbe könnt ihr dann natürlich, wenn ihr die Dragunov habt, auch mal mit der Dragunov ausprobieren. Müsst ihr natürlich Munition spawnen. Ist übrigens auf der Komma-Taste. Munition. Ihr spawnt immer die Munition für die aktuell ausgewählte Waffe. Und dann habt ihr hier die Dragunov. Und dann schauen wir mal. Da könnt ihr auch, finde ich gut, mal die Unterschiede zwischen den Waffen vergleichen. Ihr seht auch, ihr merkt tatsächlich auch, dass die Kugelfluggeschwindigkeit eine andere ist, finde ich. Wir suchen uns mal einen Gegner raus, der recht weit weg ist. Ja, nee, man merkt nicht wirklich einen Unterschied an der Kugelfluggeschwindigkeit. Ach so, ein Extended Mag könnt ihr da noch nehmen, sonst müsst ihr ständig nachladen. Hm?
Da habe ich jetzt dann diese Kante geschossen. Genau, und das finde ich auch eine gute Methode, um, wie gesagt, diese DMRs zu trainieren, ohne dass man auf die Schießbahn, also auf diese komischen laufenden Teile da angewiesen ist, auf diese Zielscheiben. Ich persönlich finde es sogar besser. Also das, ihr seht ja dann, ob da, ob ihr getroffen habt oder nicht. Und damit habt ihr eine schöne, schöne Methode. Und vor allen Dingen ist es auch, viel realistischeres Training als mit den Zielscheiben. Ihr könnt auch dann mal die Scopes vergleichen. Machen wir mal. Mal ein 8er Scope drauf. Und dann schauen wir mal, wie das ist. Ja, ich finde 8er schöner. Also gibt es auch so unterschiedliche Meinungen. Und wenn der das Auto fährt, ne? Die Vorhaltedistanz ist riesig. Also diese Trainings, dieser Trainingskurs ist wirklich super, um sowas zu trainieren. Die ganzen Profis machen das immer. Also sowas im Spiel selbst zu üben ist schwierig, weil ihr schießt einmal auf den Gegner, dann fängt der an auf euch zu schießen und dann ist das der Drops gelutscht. Deswegen ist dieser Trainingskurs eigentlich perfekt dafür geeignet. Und dann wollte ich euch noch kurz was Interessantes zeigen. Ich wusste gar nicht, ob ich weiß gar nicht, ob euch das schon aufgefallen ist. Ich mache mal schnell alle beide Waffen leer. So, wir haben jetzt 0 Schuss 556 und 07628. Und jetzt holen wir mal Munition für eine der Waffen. 556 könnt ihr 740 Schuss tragen. Machen wir es gleich mal mit 762. Ah, falsch. Machen wir das gleich mal mit 762.528. Merkt ihr was? Ihr könnt viel mehr 5,56 tragen. Circa 200 Schuss mehr 556 als 762. Das ist was, das fällt einem im Spiel normalerweise gar nicht auf. Aber wenn ihr jetzt vor der Wahl steht, was wollt ihr spielen? Spielt ihr M4 oder eine Ace, weil es euch eigentlich egal ist und ihr habt beide Waffen direkt vor euch liegen, dann ist die M4, die M416 eigentlich besser geeignet. Dann ist die M416 eigentlich besser geeignet. Jetzt ist mir einer zu Besuch gekommen. Auch irgendein Profi, der das Sniper-Training macht. Dann ist die M4 besser, weil ihr könnt einfach mehr Munition tragen. Also die einzelne Kugel wiegt weniger. Also habt ihr vielleicht auch nochmal was gelernt. Wie gesagt, ich bin nicht der Einzige, der hier diese Sniper-Trainings macht. Ich bin nicht der Einzige, der auf die Idee kommt, da auf den Berg zu hüpfen und da runter zu snipen. Probiert's mal aus. Ist natürlich so, es bringt nichts, wenn ihr da jetzt auf ein, zweimal schießt. Ihr müsst da wirklich dann Zeit investieren. Also keine Ahnung, da 10 Minuten oben sitzen und wirklich 10 Minuten drauf, auf Gegner drauf ballern. Aber das mache ich jetzt nicht, weil es soll ja ein Video sein. Es geht mir nur darum, dass ihr das Konzept mal verstanden habt. Genau, gut. Falls es euch was gebracht hat, dann Like und Subscribe da lassen. Und wenn euch solche Sachen interessieren, schreibt es mir in die Kommentare, mache ich gerne mal öfter solche Videos. Also, bis dahin sage ich Servus, passt auf euch auf, ciao, ciao, macht's gut. Cool.